Ja, ein RPG mit CryEngine auf Kickstarter. Das reicht eigentlich schon, um mal einen näheren Blick zu riskieren. Ihr seht hier The Memory of Eldarim. Da gibt es ja eine spielbare Demo von und die haben wir uns hier mal angeschaut. Genau, ich habe jetzt mal in die Pre-Alpha-Demo von Liminal Games, also den Entwicklern von The Memory of Eldarim, reingeschaut. Das Spiel befindet sich, wie gesagt, noch in der Kickstarter-Phase, in der Finanzierungsphase. Muss 150.000 erreichen, liegt zu dem Zeitpunkt jetzt gerade bei 20.000. Und dabei handelt es sich halt um ein Open-World-RPG, zu dem ich jetzt erstmal die grundlegenden Features getestet habe. Also es gibt noch keine Story oder Dialoge, das ist jetzt einfach nur eine Insel, um einfach das Gameplay zu demonstrieren. Und dazu sieht man halt das Inventarsystem, wo ich jetzt schon ein bisschen Gegenstände gesammelt habe, die droppen random. Mhm. Das heißt, das ist von den Entwicklern auch so eine Art Wiederspielwert, soll das erzeugen. Und es gibt halt auch verschiedene Werte wie Rüstung, Schaden, dann spezielle Boni, wie man sie aus Verzauberungen anderer Spiele kennt, wie Lebensregeneration und so weiter. Man kann, wie man jetzt auch gerade gesehen hat, auch mit der Spielwelt schon in ein paar Schritten interagieren, sprich Türen öffnen und so weiter. Gegenstände, die man mitnehmen kann in den Häusern, gibt es noch nicht. Aber es gibt halt schon ein paar NPCs, mit denen kann man leider noch keinen Dialog führen. Aber wir werden jetzt gleich auch sehen, dass es auf der Insel Leute gibt, die einem nicht so freundlich gegenüberstehen. Und natürlich auch ein Zaubersystem. Da muss man auch jetzt gerade sagen, mit den Animationen, es ist noch eine Pre-Alpha-Version. Also da ist noch gar nichts fest. Und dafür sieht es auf jeden Fall schon mal recht flüssig aus. Es gibt neben dem normalen Kampfsystem mit Schwert, Schild oder Zweihandwaffe gibt's auch Zauber, wie man jetzt gerade eben schon gesehen hat. Einmal einen flächendeckenden Schaden durch diesen großen Feuerball oder einfach so einen Feuerstrahl ungefähr, der dann über Zeit Schaden macht. Und die kann man halt, wie gesagt, alle nutzen, um den Feind mal auszuknipsen. Und wie man auch jetzt, wie ihr wahrscheinlich jetzt gerade auch gesehen habt, das Wetter bzw. mit der Zeit ändert sich auch die Belichtung vom Spiel. Das heißt, es gibt Tag und Nacht. Was natürlich auch mit der CryEngine dann auch entsprechend dargestellt werden kann. Man kann auch mit dem Charakter sprinten. Und wie man jetzt gerade sieht, befinden sich die Gegner, also die verstecken sich auch ganz schön und verfügen auch über die Sprint-Taste. Und da ist halt auch wichtig, dass man bei diesem dynamischen Kampfsystem auch ausweicht oder blockt. Ja, das klingt jetzt natürlich alles nach so einer Feature-Liste, die wir schon 100.000 Mal gesehen haben. Was das Besondere ist, ist, es handelt sich natürlich um einen Indie-Titel, der die CryEngine lizenziert hat. Und die Entwickler sagen halt selbst, eine Entwickleraussage, das ist das erste Spiel, das tatsächlich das erste Indie-Spiel mit der CryEngine lizenziert ist. Und das ist natürlich was Besonderes. Es sieht auch gar nicht so aus wie ein Indie-Spiel, sondern eigentlich eher wie so ein AAA-Produkt. Zumindest wollen die Entwickler da eine gute Verbindung schaffen zwischen Indie und ja richtig viel Budget und bitten deswegen um eure Hilfe auf Kickstarter. Es ist natürlich ein sehr früher Zeitpunkt jetzt, man kann nicht genau sagen, wohin die Reise geht. Wer dem Braten traut, der kann das Ding backen und kriegt dann auch ständige Updates sozusagen während der Entwicklungsphase zugesteckt. Kann sich die umsonst runterladen, kostenlose DLCs sozusagen und kann halt dabei sein, wie das Spiel wächst. Aber wie gesagt, die Demo hier, ne, ist jetzt noch nicht besonders aussagekräftig, oder? Nee, das sind wie gesagt nur die grundlegenden Spielinhalte. Ja. Ja, für Multiplayer-Fans ist sicherlich auch noch interessant, es soll ein Koop-Modus geben, ein LAN-Koop-Modus. Ob das dann im Internet geht, das wissen wir dann noch nicht. Ja, hier sehen wir nochmal so ein paar Szenen. Jetzt mal so ein bisschen andere Örtlichkeiten hier mit dem Strand und so weiter. Also optisch sieht es schon mal ganz nett aus, oder? Ja, genau, würde ich auch sagen. Also auch was die Belichtung und Schatten betrifft, sieht man auf jeden Fall, dass da eine hochwertige Engine hintersteckt. Und dafür, dass es eine Pre-Alpha-Version ist, laufen die Animationen auch schon recht flüssig. Genau. Ja, schaut es euch einfach auf Kickstarter an.
Klassen soll es ja keine geben, habe ich gehört. Ne? Man soll also sehr, sehr viel Entscheidungsfreiheit haben bei der Gestaltung seines Charakters. Wir sind auf jeden Fall gespannt, was denn hier am Ende dabei rumkommt.